Herzlich willkommen beim Stempelpalast. In unserer heutigen Produktvorstellung geht es um das besondere Designpapier Geteilte Leidenschaft. Dieses Designpapier gibt es im neuen Katalog und da es ein recht teures Designpapier ist, habe ich mir das Paket geteilt mit einer anderen Demo, die auch onstage war und auch die Möglichkeit hatte, dieses Designpapier schon zu bestellen. Und darum zeige ich euch heute kein komplettes Paket mehr, sondern nur noch einen Teil davon. Wir haben nämlich halbe gemacht. Es gibt 24 Blatt, davon 4 pro Design und es sind 6 unterschiedliche Designs. Und wie ich mir das jetzt angewöhnen möchte, habe ich einen Teil dieser Blätter, also jeweils 1 pro Design, schon mal kaputt geschnitten. Dies hier ist jetzt 6x6 Inch und ich finde, da kann man auch sehr gut mit arbeiten. Es ist ein bisschen handlicher, aber ich habe eben auch noch mal je eine Seite in groß, sodass, wenn ich ein großes Blatt brauche, auch ein großes bekommen kann. Ja, auf jeden Fall kann ich euch die Designs in dieser kleinen Form sehr gut vorstellen und damit wollen wir jetzt mal anfangen. Das Besondere am Designpapier ist in diesem Fall, ich versuche das mal für euch einzufangen, ein Schimmer, der auf manchen der Seiten liegt und der sie so sehr hochwertig erscheinen lässt. Die Rückseite ist wie immer bei unserem Designpapier eher schlicht gehalten. Wir legen das mal hier hin und dann können wir uns die anderen Seiten auch anschauen. So, ich lege gleich noch eins so daneben, damit ihr die Rückseite gleich seht. Dieses hier ist auch eins mit Effekt. Ist auch sehr schön bunt. Die Rückseite davon ist in diesem Fall grün. Dann haben wir eine etwas schlichtere Gestaltung, die sowas gefällt mir immer etwas besser, auch wieder mit Schimmereffekt. Die Rückseite in bunten Punkten. Dann haben wir hier eins ohne Effekt, wie ihr seht. Kein Effekt drauf. Einfach eine bunte Wiese, vielleicht so. Und auf der Rückseite Streifen. So. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir jetzt 5, hier auch wieder mit Effekt. Und auf der Rückseite ohne wieder ein bisschen grüne Blätter. Und dann kommt noch Nummer 6. Da haben wir keinen Effekt. Und auf der Rückseite dieses hier. Das erinnert euch vielleicht auch so ein ganz bisschen, also mich zumindest, an unser altes Designpapier von den Incolors, die wir hatten. Und ich habe das verbastelt im Catch the Sketch letzte Woche. Vorletzte Woche.
Die Zeit rast. Vorletzte Woche tatsächlich geht ja jetzt auch schon morgen der neue Sketch online. Ist morgen der 15., ich glaube. Ja, genau. Morgen ist der Dienstag, ist der 15., heute ist der 14. Also im letzten Sketch hatte ich dieses hier auch verbastelt. Zusammen mit Grapefruit, dem neuen Inkala. Ja. Besonderes Designpapier, geteilte Leidenschaft, 24 Blatt, je 4. Also 4 mal die großen Seiten. Davon hat also meine Kollegin 2 und ich habe 2. Und ich habe mir dann also eine von jeder klein geschnitten. Macht natürlich dann wieder 4. ich finde es einfach praktischer. Also ich brauche ja höchstens für Verpackungen die großen Blätter und für Karten reichen ja diese kleinen. Die sind jetzt 15 irgendwas mal 15 irgendwas, also 6 mal 6 Inch. Und so groß ist bei mir ja auch niemals eine Glückwunschkarte. Von daher passt das wunderbar so. Ich finde, man kann das leichter aufbewahren, man kann da besser reingucken. Und darum möchte ich mir jetzt angewöhnen, immer ein Blatt vom jeweiligen Design klein zu schneiden. So, das war es erstmal von mir. In den nächsten Tagen stelle ich natürlich noch mehr Produkte aus dem neuen Katalog vor, die wir uns dann gemeinsam anschauen. Ich habe ganz viel Designpapier gekauft, was ich schon kaufen konnte. Da dürft ihr also gespannt sein und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich über ein Däumchen hoch freuen und wenn ihr informiert bleiben wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Für euch noch einen tollen Tag. Bis dann. Tschüss. Thank you.